Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin ganz überwältigt von der Anzahl der Menschen, die hier heute erschienen sind. Und das vor dem Hintergrund dessen, was hier gerade gegen die Arbeitsmoral vorgebracht wurde. Ich glaube, ich muss das ein bisschen korrigieren, denn nach dieser Vorlesung, die ich jetzt halten werde, wird selbstverständlich eine Klausur zu schreiben sein. Ich weiß nicht, ob die Klausurhefte alle verteilt wurden. Es tut mir leid für diejenigen, die jetzt keinen guten Sitzplatz gefunden haben, dass sie das Klausurheft auf den Knien dann ausfüllen müssen. Ja, zu meiner Person ist ja schon einiges gesagt worden. Also ich treibe mein Unwesen in Oldenburg an der Karl-von-Ossietzky-Universität. Und ich möchte heute etwas erzählen über Zeitknappheit, Konsum und Glück. Die Wahrheit ist, ich werde gar nicht so viel über Glück erzählen. Ich werde vielmehr über Unglück erzählen. Warum? Weil ich Wirtschaftswissenschaftler bin. Und Wirtschaftswissenschaftler ja, haben erstens keine Gefühle, sondern sind rational. Das heißt, sie kalkulieren alles durch. Und beim Glück ist es so, naja, das ist eine Interpretationsfrage, eine Deutung. Und das kann man nicht kalkulieren. Also bin ich da als Wirtschaftswissenschaftler so ein kleines bisschen überfordert. Aber es gibt einen Trick, den man anwenden kann, auch als Wirtschaftswissenschaftler, um irgendwie über Glück zu reden. Man kann sich die Frage stellen, was müsste man eigentlich tun, um Glück zu vermeiden oder um Unglück zu maximieren? Wenn man das erkannt hat, im Sinne eines Advocatus Diaboli, dann kann man Rückschlüsse ziehen über eine Gestaltung des Lebens, der Gestalt eben, dass man durchaus in der Lage ist, glücklicher zu sein. Wobei ich dann immer noch nicht gesagt habe, was wirklich Glück ist. Man könnte einen Rahmen spannen und sagen, in diesem Rahmen liegt das Glück. Aber wo genau in diesem Rahmen, das muss jeder mit sich selbst ausmachen, weil jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat also andere Bedürfnisse und jeder Mensch hat auch andere Vorstellungen davon, seine individuelle Freiheit zu nutzen, um so etwas wie Selbstentfaltung zu praktizieren. So, aber das Stichwort Suffizienz ist mir wichtig. Das möchte ich hier, obwohl es im Titel nicht vorkommt, schon mal hervorheben und möchte sagen, dass die Suffizienz eigentlich ein ganz wichtiges Nachhaltigkeitsprinzip ist, das eben auch reinspielt in die Logik der sogenannten Postwachstumsökonomie, die ich ja in die Diskussion oder Nachhaltigkeitsdiskussion eingebracht habe. Und ich möchte heute eigentlich so als Resultat meiner Ausführungen erreichen, dass Sie alle oder ihr alle so ein bisschen versteht, was die Logik der Suffizienz sein könnte. Und es gibt nicht die Logik. Ich werde vier verschiedene Logiken anbieten, die es eigentlich erleichtern, zu verstehen, warum Reduktion, reine Reduktion von Ansprüchen ein wichtiges Gestaltungsprinzip ist für moderne Konsumgesellschaften. Ich rede nicht über Malawi oder Mali oder ein Land, wo wirklich bittere Armut herrscht. Da muss ich mich nicht um Suffizienz kümmern. Da wäre es zynisch, über Suffizienz zu reden. Also das muss ich immer vorwegschieben, weil sonst oft Missverständnisse entstehen. Ich möchte jetzt meines Amtes walten und als Wirtschaftswissenschaftler mit einer kleinen, Gliederung erstmal aufwarten, um überhaupt im Nachhaltigkeitsdiskurs etwas besser navigieren zu können und um dann auch sich der Frage besser nähern zu können, was es mit Konsum, Suffizienz, Glück und Zeitknappheit auf sich hat. Wir stehen an einer Weggabelung, eigentlich schon seit 40 Jahren. Im Prinzip haben wir schon nach dem ersten Bericht an den Club of Rome, also vor zwei unversöhnlich einander gegenüberstehenden Nachhaltigkeitsauslegungen gestanden. Zunächst einmal gibt es die Vision des grünen Wachstums. Das grüne Wachstum, das qualitative Wachstum oder oft spricht man dann einfach auch von Green Economy oder vom Green New Deal, ist im Prinzip eine Zukunftsauslegung mit Bezug zum Thema Nachhaltigkeit, auch insbesondere zur ökologischen Nachhaltigkeit, wo dann die Grundlage weiteres wirtschaftliches Wachstum ist. Das heißt also, hier wird davon ausgegangen und da wird auch viel im wissenschaftlichen Bereich an Theorie aufbereitet. Hier wird davon ausgegangen, dass ein weiteres Wachstum des Bruttoinlandsproduktes erstens verantwortbar ist, weil es gelingen könnte, durch technischen Fortschritt die ökologischen Schäden eines weiteren Wachstums einzudämmen. Zweitens notwendig ist, weil sonst die Ökonomie nicht funktioniert. Drittens aber auch wünschenswert ist, weil die Teilhabe am Reichtum einer Gesellschaft und das Ausüben von individuellen Freiheiten danach verlangt, dass die Möglichkeiten, mit denen man sich in modernen Ökonomien umgibt, dass die wachsen sollen. Ja? Oft wird das dann noch so ein bisschen verklausuliert im Sinne einer sozialen Wachstumslogik, indem man sagt, wir haben ja nun mal leider Verteilungsunterschiede in einer modernen Gesellschaft, es gibt keine Gegenbeispiele,
Und um diese Verteilungsunterschiede auszugleichen, brauchen wir Wachstum, damit wir eine nachholende Entwicklung auf Seiten derjenigen ermöglichen können, die ins Hintertreffen geraten sind im Zuge der verteilungspolitischen Auseinandersetzung innerhalb einer Gesellschaft. Und die sollen ja auch glücklich sein. Und die sind unglücklich, wenn sie sehen, dass es jemanden gibt, der noch glücklicher ist als man selbst. Da gibt es ja auch so eine Logik des Glücks, nämlich man möchte fast sagen, es gibt ein relatives Glück. Mein Glück ist solange ein wirkliches Glück, solange wie es keine anderen gibt, die mir vorführen, dass ich noch glücklicher sein könnte. Okay, ein bisschen was davon haben wir ja gerade in der Geschichte auch schon gehört, aber man kann diese Logik eben auch umdrehen. Apropos Logik, die Algebra und auch die Mengenlehre dieser Idee des grünen Wachstums habe ich hier nochmal kurz angezeichnet. Man will also das Bruttoinlandsprodukt, das ist die Menge der pro Jahr produzierten, man könnte ja sagen Glücksstifter, also Güter, steigern und gleichzeitig soll die ökologische Wirkung krafttechnischen Fortschritts eliminiert werden. Deswegen, ich habe hier mal als Beispiel CO2 genommen, soll also praktisch die CO2-Emission abgekoppelt werden, also technologisch. So, und das gesellschaftspolitische Bild, das sich hinter dieser Vision verbirgt, man nennt das auch Drei-Säulen-Modell, ist eben der Versuch, es allen recht zu machen. Die Ökonomie soll wachsen, die Ökosphäre soll repariert werden und allen sozialen Belangen soll auch Genüge geleistet werden. Dem gegenübergestellt finden wir wachstumskritische Auslegung des Nachhaltigkeitsbegriffs vor. Und die ganz frühen Theoretiker einer Wirtschaft ohne Wachstum lassen sich zurückverfolgen, sogar bis in das vorletzte Jahrhundert. Aber mit einem Bezug zur Umwelt oder auch zur ökologischen Integrität des Planeten kann man im Prinzip diese Theoretiker vielleicht zurückverfolgen bis in die 50er Jahre. Leopold Kohr, Günther Anders, William Capp, Galbraith beispielsweise kann man auch nennen. Es ist aber nicht so, dass die Wachstumskritiker mit einer Stimme sprechen. Es gibt auch Wachstumskritiker, die ernsthaft glauben, man könne den Wohlstand vom Wachstum abkoppeln. Man könne im Prinzip über veränderte gesellschaftliche Spielregeln erreichen, dass wir den Wohlstand irgendwie beibehalten können, aber nicht dazu gezwungen sind, weiter zu wachsen. Das sind diejenigen, die also glauben, dass die Politik oder die oder neue institutionelle Arrangements eben den Wachstumszwang aus der Ökonomie nehmen können. Das sind beispielsweise marxistische Wachstumskritiker, die einfach sagen, es liegt am Eigentum. Und Privateigentum zu erlauben und auch auf dieser Basis eine Kumulation von Eigentum zu ermöglichen, ist ja ein ganz starkes, ein strenges und ein sehr folgenreiches institutionelles Arrangement. Dann gibt es wiederum diejenigen, die sagen, man muss Gemeingüter schaffen, in Anlehnung an Eleanor Ostrom. Dann gibt es wiederum diejenigen, die sagen, wir brauchen etwas anderes als Märkte, um die Verteilung der Güter oder den Leistungsaustausch zu organisieren, weil Märkte sind in Wahrheit der Wachstumstreiber. Dann gibt es die Geldreformer, die sagen, die neuen Spielregeln, die wir brauchen, betreffen den Finanzbereich. Die Zinsen sind schuld oder die Geldschöpfung ist schuld. Dann gibt es wiederum welche, die sagen, wir brauchen Spielregeln, die die Preise der ökologischen Ressourcen regulieren, also eine Ökosteuer oder ein sogenanntes Umweltzertifikate oder Cap-and-Trade-Modell. Und dann gibt es wiederum Leute, die sagen, wir brauchen eine Sozialreform, also ein bedingungsloses Grundeinkommen beispielsweise, weil das nimmt den Menschen die Zukunftsangst und dann sind die nicht mehr so gierig. Ein starkes Argument. Gut, hier jedenfalls wird immer bei diesem institutionellen Wandel nicht direkt unser Lebensstil angesprochen, sondern da geht es mehr um die politische Gestaltung und um die Spielregeln. Dem wiederum gegenübergestellt lassen sich jene Ansätze verorten, die wachstumskritisch sind und die substanziellen Fragen stellen. Nämlich, wie viel darf ein Mensch im 21. Jahrhundert überhaupt noch sein oder ihr eigen nennen? Was darf man sich noch nehmen an ressourcenintensiver Selbstverwirklichung, ohne über seine Verhältnisse zu leben? Und dass wir über unsere Verhältnisse leben, ich denke, das ist jedem klar, das werde ich gleich auch nochmal deutlich machen. Und hier tauchen nun Begriffe auf wie Reduktion, aber dann natürlich bezogen auf unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel Industrierückbau oder Deglobalisierung. Das heißt, eine Rückkehr zu einem Aktionsradius, der nicht mehr global entgrenzt ist, weil das natürlich viel mit Energie zu tun hat. Vor allem aber die Suffizienz und die Subsistenz. Das sind die beiden Begriffe, die hier sehr oft auftauchen. Unter Suffizienz, um es hier schon vorwegzunehmen, verstehe ich die radikale Reduktion von Ansprüchen an materielle Selbstverwirklichung.
Und doch behaupte ich, das wird eine der Thesen sein, die ich versuche zu begründen, dass dies nicht Verzicht sein muss, sondern dass dies sogar eine Befreiung von Überfluss sein kann, sogar eine Grundbedingung dafür, all das Unglück zu vermeiden, das uns droht, wenn wir uns reizüberfluten mit zu vielen Optionen der Selbstverwirklichung. Okay, die Subsistenz ist eigentlich eine nahe Verwandte der Suffizienz, die aber nichts zu tun hat mit der Reduktion von Ansprüchen, sondern zu tun hat damit, Ansprüche jenseits der Industrie, jenseits der Märkte und jenseits des Geldes zu befriedigen, also Selbstversorgung. Gut, der Schrittmacher einer solchen Entwicklung, also einer wirklich richtigen Abrüstung, einer Entrümpelung der Gesellschaft, der Schrittmacher hier wird oft gesehen in sozialen Praktiken. Das heißt, die vorgelebten Lebenspraktiken, Lebensstile, die entrümpelt und entschleunigt sind, sind das Kommunikationsinstrument. Denn diesen Prozess, nämlich befähigt zu werden, mit weniger auszukommen, den können wir nicht delegieren an die Politik. Den kann uns keiner abnehmen. Das ist etwas, was jedes Individuum selber schaffen muss oder im Netzwerk, im Verbund mit anderen, um sich gegenseitig zu bestärken. Weil der Mensch als soziales Wesen ist nur dann bereit, etwas Neues zu akzeptieren, wenn er oder sie erkennt, dass in dem für einen selbstrelevanten sozialen System andere mitmachen oder dieser neuen Form des Daseins eine Wertschätzung entgegenbringen. Das ist ganz wichtig, weil die Symbolik, die Identität, die Selbstdarstellung eines Menschen nicht verhandelbar ist. Auch nicht in Afrika, auch nicht in Lateinamerika. Die Würde des Menschen ist nicht zur Disposition zu stellen, da sind wir uns einig. Das Dumme ist nur, dass in einer Konsumgesellschaft die Würde eines Menschen auf Gedeih und Verderb klebt an der Menge der Konsumgüter, der Mobilität, der Telekommunikation und der anderen Bequemlichkeitsfortschritte, in Anführungszeichen, die der moderne Wohlstand uns beschert hat. Gut, ein anderer Schrittmacher jenseits einer sozialen Dynamik ist der Kollaps, ganz einfach. Es klingt zynisch, ich meine es aber nicht so, wenn ich sage, dass in Griechenland Suffizienz jetzt ein echtes Thema ist, leider nur nicht freiwillig. Wie schön wäre es gewesen, wenn in Griechenland vorauseilend quasi Lernprozesse stattgefunden hätten, sodass Menschen sich schützen können gegen den Absturz. Und der Kollaps, die Krise, der Zusammenbruch ökonomischer Systeme ist letzten Endes eine treibende Kraft, von der ich behaupte, dass sie demnächst suffizientere Ausformung von Lebensstilen erzwingen wird, ob wir wollen oder nicht. Aber nichts wäre eleganter, nichts wäre vernünftiger, als jetzt schon anzufangen, sich auf diese Situation vorzubereiten. So, ich möchte an dieser Stelle eine Frage stellen, nämlich, woher kommt eigentlich unser Wohlstand? Und ist dieser Wohlstand verantwortbar? Wohlstand im materiellen Sinne. Aber damit sind auch alle Dienstleistungen gemeint, weil es ist ein Ammenmärchen, dass also sogenannte Dienstleistungen weniger materiell seien als Produkte, also Güter wie die Armbanduhr, der Tisch oder der Computer oder was auch immer. Also dieser Wohlstand an Gütern, bestehend aus Produkten und Dienstleistungen, ist das Resultat industrieller Arbeitsteilung. Industrielle Arbeitsteilung bedeutet, die Kosten der Dinge, die wir gerne hätten, dadurch zu senken, dass wir die Produktion der Dinge zerlegen in ganz viele einzelne spezialisierte Bestandteile. Also zum Beispiel diese Uhr durchläuft dann etwa 30 weltweit verteilt liegende Arbeitsstationen, wo jeweils ein Teilaspekt dieser Uhr produziert wird. Und indem wir jede dieser Arbeitsstationen optimieren, nämlich dadurch, dass wir sie immer da hinschieben, wo die Kosten am geringsten sind, können wir logischerweise die Gesamtkosten eines jeden Gegenstandes senken und damit können wir uns für unser Geld mehr kaufen. Wenn mein Opa sich so eine Uhr hätte leisten wollen, dann hätte er wahrscheinlich ein Viertel oder ein Drittel seines Monatsgehaltes dafür auf den Tisch blättern müssen. Für mich, ich habe die in den 90ern gekauft, das ist wirklich ein uraltes Mistding, aber trotzdem läuft ja noch. Für mich war das eigentlich so ein ganz leichter Akt. Ja. Das habe ich so, die hat damals umgerechnet 50 Euro gekostet, das habe ich so aus dem Handgelenk bezahlt, ja, weil sie das Resultat von Arbeitsteilung ist. Und Arbeitsteilung sieht so aus, wie ich das da versucht habe, auf der Folie grob zu symbolisieren. Arbeitsteilung heißt, wir haben eine Wertschöpfungskette. Produktion findet nicht mehr an einem Ort statt, sondern sie ist, wie ich gerade schon sagte, zerlegt und bildet damit eine globale Wertschöpfungskette. Wenn wir alle Verbindungslinien zwischen den zu durchlaufenden Arbeitsstationen, damit ich diese Uhr hier kaufen kann, mal aufsummieren und eine
Strecke daraus machen, kann man die zweimal um den Globus wickeln. Und das gilt fast für alle Dinge, die wir heute Wohlstand nennen. Am Ende also haben wir dann ein zweites Problem, nämlich alles, was wir Wohlstand nennen, wird irgendwann zu Abfall. Zu Emissionen, zu Siedlungsabfällen, zu Sonderabfällen, zu Abwasser oder eben auch zu einem Verlust der Biodiversität, Flächen werden vereinnahmt und so weiter. Und zwischen diesem Anfang und diesem Ende der Wertschöpfungskette finden die drei berühmten Prozesse statt, die hinlänglich bekannt sind. Die physische Produktion, der eigentliche, da zählt natürlich auch Lagerung, Logistik, Transport zu, dann also der eigentliche Konsum und schließlich eine wundersame Geldvermehrung. Das ist eigentlich das Antlitz der modernen Ökonomie, die uns so reich hat werden lassen. Die Konsequenzen habe ich da mal stichwortweise aufgeschrieben, die muss ich gar nicht hier vor diesem Publikum vertiefen. Was mir aber wichtig scheint, ist folgende Frage. Ist dieser Wohlstand eigentlich verdient? Können wir sagen, dass dieser Wohlstand das Resultat unserer Kreativität, unseres Fleißes, unserer Schaffenskraft ist? Wenn man mal in die Dogmenhistorie, nicht einfach nur der Ökonomie, sondern auch der Sozialwissenschaften und der Geisteswissenschaften einsteigt, um das Zeitalter der Moderne zu rekonstruieren, um dahinter zu kommen, was eigentlich der Grund dafür war, dass wir Menschen heute befähigt sind, so viel Wohlstand auf uns zu ziehen, dann gibt es ganz viele Erzählungen. Dann sagen die Neoliberalen zum Beispiel, es liegt an den Märkten, es liegt an der Effizienz der Marktwirtschaft. Josef Alois Schumpeter hat gesagt, es ist die Kreativität des Unternehmers. Karl Marx hat gesagt, es ist der Arbeitswert. Ja? Dann gibt es aber auch andere, die behaupten, das alles ist nur Plünderung gewesen. Das alles ist eigentlich nur eine Seifenblase, zu denen gehöre ich auch. Ich glaube, dass unser Konsumwohlstand aus drei Formen einer Entgrenzung besteht. Und was ich auch an dieser Stelle schon anmerken möchte, ist, dass es keine Möglichkeit gibt, die pathologischen Folgen dieser Entgrenzung unserer Ansprüche anders zu beseitigen als durch Suffizienz und Subsistenz. Und um Suffizienz soll es ja heute gehen. Und im weiteren Verlauf werde ich sagen, dass es jenseits dieses ethischen Arguments eben auch eine Form des Selbstschutzes gibt, den man als Motivation für Reduktionsleistung ins Feld führen kann. Warum haben wir diesen Wohlstand nicht verdient? Wir leben also über unsere Verhältnisse. Warum? Es gibt einmal die zeitliche Entgrenzung. Damit ist gemeint, dass wir der Gegenwart etwas abverlangen, was die Gegenwart nicht zu leisten vermag. Das ist das Syndrom der Verschuldung. Also haben jetzt, zahlen später. Viele sagen, Verschuldung ist eigentlich eher ein Phänomen, das wir in Griechenland oder jetzt in Berlin und Brüssel erleben, weil sich die staatlichen Instanzen irgendwie verschulden. Fakt ist aber, dass ein Teil unseres Wohlstandes ohne Verschuldung gar nicht denkbar wäre. Warum nicht? Also, wenn mein Opa sich diese Uhr hätte kaufen wollen, hätte er sie sich vom Munde absparen müssen. Warum? Weil Nahrungsmittel damals noch einen großen Teil der Einkommens beansprucht hat. Heute ist Nahrung so billig, dass unser Einkommen gar nicht mehr belastet wird von zu hohen Ausgaben für Nahrung. Warum? Weil der Staat die Landwirtschaft auf brutalste Weise subventioniert. Wie viel aber Milliarden Euro sind das? Jetzt findet ja gerade in Berlin die Demo statt gegen industrielle Landwirtschaft. Die habe ich ja damit quasi indirekt angesprochen. Auf diese Weise wird unsere Kaufkraft erhöht. Wenn wir die wahren Preise für Nahrung zahlen müssten, also wenn der Staat nicht mehr subventionieren könnte, dann bliebe von unserem Einkommen für Computer, für Uhren, Flugreisen und andere schicke Sachen gar nicht mehr so viel übrig. Das tut der Staat aber nicht nur für die Nahrung. Er tut es für das Wasser, die Energie, für das Bauen und Wohnen, für die Bildung, für die Gesundheit, für die Sicherheit, für die Telekommunikation. Habe ich noch was vergessen? Für die Industrie, Verkehr natürlich, ganz klar. Für alle Bereiche eigentlich. Wir sind überall umgeben von irgendwelchen Subventionskrücken, die indirekt, langsam aber sicher dafür sorgen, dass Dinge zu Selbstverständlichkeiten werden, die eigentlich einen viel höheren Preis hätten, wenn man alles einrechnen würde. Das heißt also, auch diejenigen, die gar kein Konto haben, das in den Miesen ist, leben alleine in dieser Konsumgesellschaft indirekt immer ein Stück weit über ihre Verhältnisse. Aber der Grund ist klar. Dadurch haben wir mehr zum Ausgeben für die schönen Dinge des Lebens. Nun die physische Entgrenzung. Also wenn wirklich der Wohlstand, den wir uns erlauben, das Resultat unserer Arbeitskraft
wäre, dann müsste ja der Mensch seit der jüngeren Steinzeit, wenn wir mal vergleichen, was Menschen damals an Wohlstand hatten und wir heute an Wohlstand haben, dann müsste ja der Mensch sich wahnsinnig weiterentwickelt haben. Er müsste ja 3 oder 4 Arme haben, 2 Köpfe haben oder eine neue Festplatte oder irgendetwas, weil wie soll man sonst erklären, wo diese Wohlstandsdifferenz herkommt? Aber dem ist nicht so, ganz im Gegenteil. Menschen damals waren vielleicht sogar noch ein bisschen fitter, weil sie vor einem Säbelzahntiger wegrennen mussten oder sowas in der Art. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Wo kommt die Differenz her? Die Differenz ist das Resultat sogenannter, also mein Kollege Hans-Peter Dürr nennt das so, die Differenz ist das Resultat von Energiesklaven. Energiesklaven sind Maschinen, sind Dinge, die dazu führen, dass das, was ehemals Menschen mit ihrer Hand machen mussten, mit ihren Armen, dass das jetzt über Mechanisierung, Automatisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung quasi über Energieumwandlung generiert wird. Das heißt also, es ist nichts anderes als Energieumwandlung und damit Plünderung, was diese Wohlstandsdifferenz ausmacht. Das heißt, wir entgrenzen unsere Bedürfnisse physisch, körperlich von dem, was wir selber in der Lage wären zu leisten. Und dann gibt es die räumliche Entgrenzung. Aber gut, ich habe ja gerade schon erklärt, wie unser modernes Wohlstandsmodell funktioniert. Wenn wir darauf angewiesen wären, unseren sogenannten Wohlstand nur aus den Ressourcen zu speisen, die aus der Region kommen, in der wir leben, oder wenigstens aus Deutschland kommen, oder wenigstens aus Europa kommen, was hätten wir dann noch? Dieses Mikrofon hier hätten wir nicht. Dieses Mikrofon wird nicht, was ist denn das für eine Marke? Egal, das kommt nicht aus Deutschland. Das ist genau wie die Uhr, die ich gerade schon als Beispiel verwendet habe, das Resultat einer räumlich entgrenzten Wertschöpfungskette. Der Computer, vielleicht sogar der Lack auf diesem Pult. Was von den Dingen, die wir heute billig kaufen können, ist noch in Deutschland produziert worden? Man könnte theoretisch gewisse Dinge in Deutschland produzieren, die wir heute als Resultat entgrenzter Wertschöpfung kaufen, nur zu deutschen Löhnen, zu deutschen Energiepreisen, zu deutschen Steuern, zu deutschen Umweltgesetzen, zu deutschen Gesundheitsgesetzen und zu deutschen Arbeitnehmerschutzgesetzen, die es alle nicht gibt in Indien, China und anderswo, wo die Werkbänke unserer Produktion sind. Auch was die Nahrung anbelangt, die Verbilligung unserer Nahrung, die hat nicht nur zu tun mit der Subvention, die ich gerade schon ansprach, sondern auch damit, dass wir über Landgrabbing praktisch immer häufiger Zugriff nehmen auf Anbauflächen außerhalb Europas. Auf diese Weise kann man reich werden. Also, die Behauptung, unser Wohlstand sei das Resultat von Effizienz oder Produktivität, ist ein ziemlicher Quatsch. Denn das wird uns ja vorgerechnet. Ich meine, ich muss es selber tun in Vorlesung zur Produktionswirtschaft, dass quasi die Spezialisierung, das Auseinanderziehen von Produktion, ja, also damit daraus eine Wertschöpfungskette wird, dass das die betriebswirtschaftliche Effizienz der Produktion erhöht. Was für ein Witz! In Wahrheit ist das, was wir für Effizienz halten, nur eine Plünderung, weil wir nämlich so viele ökologische Ressourcen reinstecken in diesen Prozess, die wir alle gar nicht einrechnen, und dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass dabei Effizienz rauskommt. Um schon hier mit der Tür ins Haus zu fallen, die einzige Möglichkeit, diese Pathologie, dieses Leben über die Verhältnisse quasi zu therapieren, ist der Rückbau unserer Ansprüche, das ist die Suffizienz, die ich gerade schon ansprach, und es ist eine Form des Umbaus der Subsistenz, das heißt, ein Teil der Industrie muss ersetzt werden durch andere Formen der Versorgung, die nicht zeitlich, räumlich oder physisch entgrenzt sind. Ich werde hier heute aus Zeitgründen nicht auf die Subsistenz eingehen, sondern auf die Suffizienz. Und ein wichtiges Argument für Suffizienz, für weniger Konsum, ist zum Beispiel, ja, ist eben der Klimaschutz. Ich habe hier nochmal, die Grafik kennen bestimmt viele, nochmal dieses Modell der Konvergenz und Kontraktion aufgelegt. Also, wenn wir das 2-Grad-Klimaschutzziel einhalten wollen, von dem alle sprechen, heißt das, wenn wir die damit korrespondierende CO2-Menge auf alle Erdbewohnerinnen und Bewohner verteilen würden, dass jeder und jede von uns noch 2,7 Tonnen CO2 pro Jahr hätte. Wir liegen in Deutschland bei 11 Tonnen. Und das auch nur, weil alle Säuglinge, Pflegefälle und Gefängnisinsassen mitgezählt werden. Wenn wir die abzögen, ja, dann lägen wir mit Sicherheit bei 15 oder 20 Tonnen.
Ja, nur die Leute, die pro Jahr nie ins Flugzeug steigen, kommen irgendwie unter 10 Tonnen. Ne? Okay, gut, aber das ist ein hartes Ziel. Von 11 Tonnen durchschnittlich oder sogar 15 Tonnen runterzukommen auf 2,7 Tonnen. Wie kann das gehen ohne Reduktion von Konsumnachfrage? Jetzt gibt es so Schlauberger, die sagen, das geht über regenerative Energien. Aber ich knüpfe noch mal an die Logik der modernen, entgrenzten Produktionswirtschaft. An die Entgrenzung der physischen Produktion. Das heißt also, alles, was wir in Deutschland eigentlich als Wohlstand kaufen können, wird nicht in Deutschland produziert. Das heißt, der Energiemix in Deutschland sagt gar nichts aus über die Möglichkeiten und Grenzen einer Energiewende. Das heißt, die Energieverbräuche unseres Wohlstandes finden doch gar nicht in Deutschland statt. Es sind gerade die energieintensiven Bestandteile der physischen Produktion, die wir ausgelagert haben aus Kostengründen. Also kann nur der Weltenergiemix Auskunft darüber geben, was die Bedingungen und Möglichkeiten eines Klimaschutzes oder einer Energiewende wären. Den habe ich hier mal aufgelegt. Das ist also der Endenergiemix auf globalem Niveau. Und wir sehen, dass hier erneuerbare Energien 16% einnehmen. Dieser Anteil belief sich vor genau exakt 40 Jahren, also 1973, auf 13%. Da ist gar nicht so viel dazugekommen. Der Grund ist, das sieht man da auf der rechten Seite, dass es in erster Linie traditionelle Biomasse ist, also Kuhfladen und eingesammeltes Holz. Die regenerative Energie, die man verwenden könnte, um unser entgrenztes Wohlstandsmodell irgendwie aufrechtzuerhalten, muss sogenannte moderne regenerative Energie sein. So nennen das Energieökonomen. Das ist Sonne und Wind. Und die taucht da gar nicht auf, weil der Anteil so gering ist, mittlerweile immer noch, dass das praktisch ein Spurenelement ist. 0,2%. Und gibt es einige meiner Kollegen, die sagen, wir liegen inzwischen, weil die Zahlen sind von 2007, wir liegen inzwischen bei 0,5 oder bei 1%. Abgesehen davon, dass ich das kaum glaube, aus einem simplen Grund. Es wachsen ja nicht nur die Flächen, die wir vollstellen mit Photovoltaik oder Windkraftanlagen, sondern die Kohlekraftwerke werden ja auch ausgebaut, gerade in der Bundesrepublik. Deswegen ist das ohnehin ein Wettlauf. Das heißt, die fossile Energie ist ja auch im Prinzip in einer richtigen Renaissance angelangt. Also daran kann man erkennen, dass es gar nicht denkbar ist, auch technologisch überhaupt nicht darstellbar ist, die gesamten Energieverbräuche irgendwie nur durch technischen Fortschritt, nur durch regenerative Energie in irgendeiner Form bereitzustellen, sodass wir also ganz ohne Kohle und ohne Atomkraftwerke auskommen. Okay, jetzt ein ganz kurzer Blick auf die Postwachstumsökonomik, in die ich die Suffizienzfrage einordne. Die will ich heute aber nicht vorführen, sondern nochmal sagen, die Postwachstumsökonomik, die unter anderem eben auch Suffizienzforschung, auch Glücksforschung inkorporiert, widmet sich zunächst mal drei Fragen, nämlich gibt es wissenschaftliche Begründungszusammenhänge für Wachstumskritik jenseits aller Romantik? Da gibt es vier verschiedene Ebenen, auf die ich hier heute nicht näher eingehe. Dann die Frage nach den Wachstumstreibern und Wachstumszwängen, die ich auch nicht näher beleuchten will. Und schließlich drittens, was wären die Merkmale einer Postwachstumsökonomie, die man auffassen kann als Plural sich ergänzender Versorgungssysteme mit der Eigenschaft, dass wir nicht mehr über unsere Verhältnisse leben? Und auf die Suffizienz eben will ich halt näher eingehen. Die Frage, die sich dann uns stellt, ist doch, gibt es sowas wie eine Obergrenze für das, was wir uns als moderne Bewohner von Konsumgesellschaften wünschen könnten? Der Suffizienzdiskurs unterscheidet sich stark von den Begriffen, die man landläufig zu hören bekommt, wenn von nachhaltiger Entwicklung oder auch Klimaschutz die Rede ist, nämlich Effizienz und Konsistenz. Bei der Suffizienz geht es nicht darum, die Mittel zur Erzielung eines bestimmten Wohlstandsergebnisses zu optimieren, sondern das Wohlstandsergebnis selbst in Frage zu stellen. Da sind wir wieder bei Heinrich Böll. Okay. Und vor allem auch, das ist mir wichtig, weil es da immer noch viel Verwirrung gibt, unter Suffizienz verstehen manche Menschen einfach nachhaltigen Konsum, indem sie sagen, die Cola wird jetzt gegen die Bionade ausgetauscht. Das sei Suffizienz, das stimmt nicht. Der nachhaltige Konsum ist keine Suffizienz, sondern das ist eine Alternative zur Suffizienz, nämlich doch wieder so weiterzumachen wie bislang und nur nach Möglichkeit, die Hardware des Glücks auszutauschen gegen eine ökologieverträglichere Hardware. Gut,
Und die Notwendigkeit speist sich eben unter anderem aus der gescheiterten Entkopplung, das heißt der Unmöglichkeit, unser Wohlstandsmodell technologisch zu entkoppeln. Ich habe ja gerade diese Entkopplungsproblematik jetzt nur mal beispielhaft festgemacht an dem Klimaschutz. Es gibt nun viele Vorläufer dieser Diskussion. Ich habe hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit einfach mal einige dieser Zugänge zum Suffizienzdiskurs hier einfach mal aufgelistet. Nicht? Und ich habe dann auch so ein paar Autoren rangeschrieben. Ich war so unbescheiden, meinen eigenen Namen da auch einzutragen, weil auf diese Logik, die mir wichtig erscheint, will ich ja heute gerade eingehen. Wenn man sich diese unterschiedlichen Diskurse anschaut, stellt sich heraus, es geht gar nicht immer nur darum, als aufgeklärter Erdbewohner das ethisch Nötige zu tun, um den Planeten zu retten, also auf die 2,7 Tonnen CO2 zu kommen, sondern hier tauchen Begriffe auf wie Entrümpelung, wie Befreiung, wie Entschleunigung, wie Zeitwohlstand oder Daseinsmächtigkeit als eine Form der Souveränität. Souverän ist ja nicht notwendigerweise der, der viel hat, sondern der, der wenig braucht, also wenig erpressbar ist, eine gewisse Lässigkeit hat, an den Tag legt. Denken wir an den Fischer nochmal, ne? Gerade eben. Und das ist der Diskurs, der mir wichtig erscheint. Jetzt möchte ich über Entschleunigung reden. Was hat Suffizienz mit Entschleunigung zu tun? Ganz einfach. Entschleunigung heißt Zeitabschnitte zwischen zwei gleichartigen Konsumereignissen zu strecken, länger werden zu lassen. Entschleunigung und Suffizienz heißt nicht, dass man nichts mehr konsumieren soll, sondern heißt, dass man die Frage nach dem rechten Maß stellt. Also ob ich an einem Abend 10 Hefeweizen trinke oder 5, ist die Frage nach dem rechten Maß. Eine Welt ohne Hefeweizen, also ich bitte euch, also tut mir leid, ne? Oder Computer. Ob ich diesen Computer alle 5 Jahre erneuere, weil ein schickeres Modell da ist, oder ich einfach das Geld habe, jetzt einen zu kaufen, wo hier so ein Apfel abgebildet ist, oder ob ich sage, ich mache es mir verdammt nochmal zur Aufgabe, dieses Gerät so zu behandeln, dass es 10 Jahre hält. Das ist die entscheidende Frage. Ich kann diesen Computer entschleunigen, von seiner ökologischen Wirkung her. Wenn wir alle die Geräte, die wir nutzen, doppelt so lange nutzen wie bislang, können wir die Produktion glatt halbieren, ohne dass wir wirklich Verzicht geleistet hätten. Ja? Und das ist mit Entschleunigung gemeint. Das kann auch auf Weltreisen bezogen werden. Muss ich jedes Jahr eine Weltreise machen? Oder kann ich meine Weltreise entschleunigen, indem ich sage, alle 2, 3, 4, 5 oder sogar 10 Jahre reicht es auch. Und ich genieße dann sozusagen in diesen verlängerten Zeitabständen im Sinne einer Vorfreude und im Sinne eines Nachhalts dieses Ereignis. Das heißt, ich intensiviere den Genuss, indem ich ihn strecke. Da erkennt man schon, dass die Logik der Entschleunigung und die Logik der Suffizienz überhaupt nicht genussfeindlich ist, sondern das Gegenteil bewirken kann. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Mensch, der Kaffee trinkt, wirklich genießt, wenn er den Kaffee ganz schnell trinkt. Wenn er ihn langsam trinkt, wenn er ihn entspannt trinkt, dann steigt der Genuss. Da sieht man, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Zeit, die man in ein Objekt oder in eine Handlung steckt, und dem Genuss oder der emotionalen positiven Wirkung, die man dadurch in der Lage ist, bei sich selbst auszulösen. Das ist spannend. Und darauf möchte ich gleich noch zu sprechen kommen, aber vorher gibt es noch einen Exkurs. Hier habe ich noch ein Zwischenspiel, da er heute am Party ist. Dieses Zwischenspiel soll in den Exkurs natürlich einleiten. Da ist von Prozac die Rede. Was ist die Zivilisationskrankheit Nummer 1 in modernen, in besonders reichen Konsumgesellschaften? Richtig, die Depression. Und davon soll gleich die Rede sein. Warum? Weil ich jetzt eine andere Logik der Suffizienz eröffnen will. Ich habe ja gerade schon sozusagen, ich komme aus der gescheiterten Entkopplung und sage, es gibt eine Notwendigkeit der Reduktion, und jetzt lege ich das Pendel langsam um und zeige, es gibt nicht nur eine Notwendigkeit im Sinne von Verantwortungsbewusstsein, im Sinne von hinreichendem Schutz der Lebensgrundlagen, sondern es gibt sogar etwas Positives. Es gibt sogar eine ganz andere Logik, und der möchte ich mich nähern. Aber bevor ich das tue, möchte ich einfach mal die Pathologien des Konsums, die Pathologien eines missverstandenen Freiheitsbegriffs im modernen Zeitalter so ein bisschen aufdecken. Und erstmal zitiere ich hier
wahrscheinlich Robert Fripp oder Adrian Belew, der dieses Stück geschrieben hat. Die spielen da bei dieser Kapelle mit, King Crimson, und das Stück heißt Prozac Blues. Und Prozac ist eigentlich eine chemische Substanz, die dazu dienen soll, Menschen glücklich zu machen. Okay, warum brauchen wir die? Ein französischer Soziologe hat sich mit der Depression beschäftigt, obwohl er kein Psychologe ist, sondern eben Soziologe. Es gibt offenbar einen Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Lage und der psychologischen Befindlichkeit des Subjekts. Man kann also, wenn man so sagen will, das hat Reiche dargestellt, einen Strukturwandel der Psyche erkennen. Und Honneth, der gerade wieder ein neues Buch vorgelegt hat, hat eine sogenannte soziologische Zeitdiagnose verwendet, um gerade die Paradoxien, um die Pathologien eigentlich des modernen Zeitalters so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und er hat dargelegt, dass wir inzwischen nach einer Phase der Emanzipation, der Steigerung der Freiheiten, des Abwurfs von Ketten, plötzlich neue Abhängigkeiten geschaffen haben. Das heißt also, die Befreiung des Individuums vom Drangsal der Kirche, vom Klerus vom Feudalismus natürlich auch und von der Knappheit fängt an, umzukippen in eine Phase, die uns überfordert. Und die Zunahme depressiver Erkrankungen eben nimmt Alla Ehrenberg als Indiz dafür, dass wir es einerseits geschafft haben, durch die moderne, freie und vor allem auch konsumorientierte Gesellschaft eben uns aus Abhängigkeiten zu befreien, dass wir aber jetzt ein neues Problem damit haben, nämlich dadurch, dass wir vor lauter Freiheit jetzt plötzlich unter dem Zwang stehen, diese Freiheit auch wirklich zu nutzen. Das heißt, wir tragen jetzt auch Verantwortung. Das heißt, wer nicht mehr einen hat, der hierarchisch über ihm oder ihr steht und sagt, was man tun soll, so jemand muss plötzlich selber nach Sinn suchen. Er muss sich ein Ziel geben. Und diese Verantwortung kann auch eine psychische Belastung sein. Und diese Belastung ist es, die Alla Ehrenberg in seinem berühmten Buch Das Erschöpfte Selbst untersucht hat. Und die Indikatoren dafür, dass diese Belastung immer stärker wird, sind eben steigender Konsum von Antidepressiva und auch Alkohol. Und was Alla Ehrenberg macht, ist, dass er im Sinne eines Interpretationsrasters den Übergang von der einen psychischen Belastung zu einer anderen hernimmt, um auch den Wandel der Gesellschaft daran festzumachen und etwas daraus zu lernen. Man kann eigentlich sagen, dass vor dem Zweiten Weltkrieg, dass eigentlich während der Frühphase des Industriezeitalters, als eigentlich schon Gesellschaften anfingen, moderner zu werden im Sinne einer Betonung des Freiheitsbegriffes, diese Gesellschaften an eine Grenze kamen, weil etwa in Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg immer noch eine Monarchie vorherrschte, sodass der Drang nach Freiheit abgewürgt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, sodass praktisch das Ausüben von Freiheit sofort einmündete in eine Schuldfrage. Was darf ich, was darf ich nicht? Ja? Frauen beispielsweise waren davon besonders betroffen. Ja? Frauen durften nicht Fahrrad fahren im vorletzten Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert beispielsweise. Ja? Es war nicht schicklich. Es gab Dinge, von denen man sich gar nicht vorstellen kann, dass sie mal verboten waren, aber das war der Fall. Und dieser Konflikt praktisch, den man also hat, wenn man also mit Freiheitsdynamiken eben auf ein repressives System stößt, das hat psychische Pathologien hervorgebracht, die vor allem Freud analysiert hat, die Neurose, der Zusammenbruch, das sich abarbeiten sozusagen an einer Freiheitsgrenze. Alla Ehrenberg sagt nun, jetzt hat sich das komplett gewandelt, weil wir jetzt all diese freiheitseinschränkenden Institutionen abgeworfen haben, sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir vor lauter Freiheit plötzlich das Problem haben, dass wir uns anstrengen müssen, quasi diese Freiheit auch wirklich auszukosten. Und das führt fast zu einem Zwang, dem Zwang nämlich, sich selbst inmitten dieser Freiheitsmöglichkeiten darzustellen, sich zu entwickeln. Und wenn wir das nicht schaffen, dann erleiden wir ein Defizit. Das heißt, wir haben also eine Verschiebung von dieser Schuldfrage hin zu einer Verantwortungsfrage. Und diese gewandelten gesellschaftlichen Normen überfordern uns und die Depression ist ein Indiz oder ein Symptom praktisch. Und was Ehrenberg eben auch konstatiert ist, dass wir jetzt anstelle eines hierarchischen Systems, das uns also drangsaliert, plötzlich einen Wettkampf haben.
eine soziale Dynamik, die dazu führt, dass Menschen gegeneinander konkurrieren im Hinblick darauf, was sie aus ihrem Leben machen, welche Karriere sie haben, wie sie sich darstellen, wie sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie sie vor allem es schaffen, eine besonders glanzvolle, herausragende Identität zu erlangen. Andere Soziologen, wie beispielsweise Peter Groß oder Gerhard Schulze, haben von Steigerungsspielen gesprochen. Peter Sloterdijk hat in seinem Buch »Du musst dein Leben ändern« unter Bezug auf Nietzsche von einer Vertikalspannung gesprochen, diesem Drang aus seinem Leben und den möglichen Freiheiten, die man hat, noch mehr rauszuholen. Pascal Bruckner, der ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben hat, der hat auch viel Mist geschrieben, aber das Buch heißt auch so, wie es hier steht, nämlich »Fluch der Moderne, verdammt zum Glück«, hat gesagt, »Wir sind so frei«, dass es eigentlich nur noch eine Pflicht gibt, die wir zu erfüllen haben. Seid glücklich, das ist der Imperativ. Und was er dann schreibt, ich zitiere ihn wörtlich, wie soll man wissen, ob man glücklich ist? Wer legt die Norm fest? Und was soll man denen antworten, die kläglich eingestehen, ich schaffe es nicht? Das heißt also, es gibt so ein empfundenes Defizit im Hinblick darauf, dass wir quasi uns unzulänglich fühlen, weil wir nicht glücklich genug sind, weil wir, jetzt komme ich auf das zurück, was ich heute schon mal vorweggenommen habe, weil wir irgendjemanden sehen, der ist ja noch glücklicher. Der ist zweimal um die Welt geflogen, ich nur einmal dieses Jahr. Oder trägt ein schickeres Jackett als ich, das ist ja kaum möglich in meinem Fall, aber trotzdem, ist offensichtlich noch glücklicher. Und dieses ständige Hinterhereilen hinter den Potenzialen jenes Glücks, das ich noch nicht für mich erschlossen habe, kann ganz schön nervig sein. Und die Konsequenz, schreibt jetzt Ehrenberg, ist eine Aufladung unseres Lebens mit Mitteln der künstlichen Glückserzeugung. Und dazu zählen natürlich auch die Antidepressiva. So, ich möchte jetzt etwas versuchen, und dann bin ich gleich fertig mit meinen Ausführungen. Ich möchte als Wirtschaftswissenschaftler den aberwitzigen Versuch unternehmen, dieses Syndrom der Überforderung zu übersetzen in nicht nur eine ökonomische Form der Analyse, sondern auch in eine Logik dann der Suffizienz. Und ich möchte, bevor ich das tue, darauf hinweisen, dass dieses Überforderungssyndrom in der freien, in der prosperierenden modernen Gesellschaft nicht einfach nur analysiert wurde von Honneth beispielsweise, Reiche und Ehrenberg oder Bruckner, die ich gerade genannt habe, sondern dass es auch schon andere Diskurse dieser Art gegeben hat. Günther Anders hat von der prometheischen Scham gesprochen in den 50er Jahren. Er sagte auch, dass Menschen inmitten der Technik überfordert sind. Menschen kriegen Minderwertigkeitskomplexe, wenn sie erkennen müssen, dass der menschliche Körper nicht mehr mitkommt mit der Perfektion der Maschine. Das ist ein Diskurs, den ich hier nicht weiter ausbreiten will. Dann Herbert Marcuse, der eindimensionale Mensch. Also die Beschreibung eigentlich eines Individuums inmitten einer Verwertungslogik und inmitten auch ganz bestimmten Handlungslogiken, die letzten Endes erkämpft wurden im Sinne von Modernität, aber erkauft werden eben damit, dass also daraus auch ein Drangsal entsteht. Und dann natürlich der Beschleunigungsdiskurs, der natürlich von Hartmut Rosa jetzt gerade sehr prominent vorgetragen wird, aber er ist nicht der Schöpfer dieses Diskurses. Das waren Leute wie Fritz Rehheis oder Helga Nowotny schon Ende der 80er Jahre, Geisler, Adam und so weiter. Und der Matthias Binswang hat auch ein interessantes Buch dazu geschrieben, Tretmühlen des Glücks. Und ich möchte das rekonstruieren, indem ich sage, Zeitknappheit ist das Problem. Ich glaube, wir haben folgendes Problem. Wir können nicht glücklich sein, ohne Zeit zu verausgaben. Und ich habe jetzt ein Modell entwickelt, das ich hier nicht in epischer Breite darstellen kann, nur aus Gründen der, soll man das sagen, der wissenschaftlichen Korrektheit, habe ich hier die Annahmen, die in dieses Modell einfließen, einfach aufgeschrieben. Die überspringe ich jetzt einfach, indem ich ein Bild zeige. Ich habe ja gesagt, es gibt eine Klausur und eine Klausur im Bereich der Wirtschaftswissenschaften heißt, dass da auch Mathematik vorkommt. Da ist die Mathematik. Das ist die Mathematik des Glücks. Das ist natürlich ein Witz, oder? Gut. Aber klar, Ökonomen, zumal sogenannte Mikroökonomen, versuchen tatsächlich, das, worauf es im Leben ankommt, mathematisch darzustellen. Ich selber habe das auch gemacht und will aber hier keine Formeln zeigen, keine sogenannte qualitative Analyse, sondern ich will einfach nur eine Grafik zeigen. Und anhand dieser Grafik will ich also die Logik der Suffizienz und die Logik der Überforderung und die Logik des Glücks irgendwie zusammenbringen. Und ich fange einfach an, indem ich zwei Prämissen nenne, die ganz simpel sind.
Die erste Prämisse, die habe ich gerade schon vorweggenommen, die ist aber so wichtig, dass ich sie nochmal wiederholen muss. Ich behaupte, dass es nicht möglich ist, eine positive emotionale Reaktion bei sich selber auszulösen, durch ein Objekt, die Nutzung eines Objektes oder durch eine andere beliebige Konsumhandlung. Ich mache das mal vor. Ich habe jetzt nichts anderes gemacht, als einfach nur einen Schluck Wasser zu trinken, und das hat Zeit gekostet. Wenn ich jetzt rausgehen würde, ein Stück Kuchen essen würde, würde das noch mehr Zeit kosten. Wenn ich jetzt rausgehen würde, um mit der Straßenbahn zum Bahnhof zu fahren, um vom Bahnhof zum Flughafen zu fahren, um vom Flughafen dahin zu fliegen, wo es warm ist, hätte das Zeit gekostet. Wenn ich am Montag losgehe, um mir ein neues Notebook zu kaufen, würde ich schon alleine wahnsinnig viel Zeit verbrauchen, um die Vielfalt der Notebooks, die ich mir leisten könnte, überhaupt wahrzunehmen, die einzelnen Optionen so zu identifizieren, dass ich ihnen Informationen sozusagen entnehmen kann, um dann an einen Punkt zu kommen, wo ich unterschiedliche für mich in Frage kommende Geräte oder Produktvarianten irgendwie vergleichen und abwägen kann, um dann endlich eine Entscheidung zu treffen, welches Gerät zu mir passt. Dann muss ich noch den Händler finden, wo es besonders günstig ist. Dann muss ich den Kaufakt abwickeln. Dann muss ich nach getätigter Bezahlung das Gerät irgendwie entgegennehmen, entpacken und muss möglicherweise noch lernen, wie es funktioniert. Das ist alleine schon die Vorbereitungszeit. Auch übrigens, wenn ich jetzt hier abends in Leipzig bin und ich überlege, ich will jetzt ins Wirtshaus, auch das hat schon eine Vorbereitungszeit. Das heißt, bevor das eigentliche Glück anfängt, dass man einem Objekt oder einer Tätigkeit entringen kann, ist manchmal schon eine Vorbereitungszeit nötig. Deswegen hat diese Grafik hier da unten noch so eine geschweifte Klammer. Das heißt also, wenn wir die Zeit, die wir in eine Aktivität reinstecken, um den Nutzen zu erhöhen, wenn wir diese Zeit betrachten, dann gibt es sogar eine, man könnte sagen, fixe oder tote Konsumzeit. Das ist die Zeit, die wir aufbringen müssen, um all das vorzubereiten, was wir dann danach in der aktiven Nutzung hernehmen können, um uns glücklicher oder gar zufriedener zu machen. Das ist die erste Prämisse. Es gibt keine Verrichtung einer Sache, also Handlung, keine Nutzung eines Objektes ohne eigenen Zeitinput. Außer man zerstört sein Glück. Natürlich könnte ich mir 5 solcher Computer kaufen, dann habe ich noch mehr Zeit verausgabt, aber ich kann leider nur einen nutzen gleichzeitig. Das gilt auch mit dem Wasser. Ich könnte jetzt 3 Liter trinken, nur ich trinke ja dann fast, wenn ich immer schneller trinke, wenn ich das in Ex trinke. Und bei Alkohol ist es noch schwieriger. Also, aber ich habe ja gehört, hier ist heute eine Party, da könnte man noch mal so ein paar Versuche, also medizinische Versuche machen und gucken, ob ich recht damit habe. So, die zweite Prämisse. Der Tag hat nur 24 Stunden. Abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene und lauter Dinge, die man nicht delegieren kann. Das heißt, hier liegt jetzt die Eskalation. Das heißt, wenn wir nach Abzug dieser Zeitbudgets, die nicht verhandelbar sind, von den 24 Stunden, das betrachten, was noch übrig bleibt, dann haben wir die sogenannte Konsumzeit. Diese Konsumzeit jetzt ist frei disponibel und die kann verteilt werden auf immer mehr Objekte. Die Sauerei ist nur, dass dann pro Objekt natürlich immer weniger Zeit übrig bleibt. Und wenn wir jetzt quasi dieses Spiel der Anreicherung unseres Lebens mit immer mehr Konsumhandlung und Objekten weitertreiben, heißt das, dass die pro Handlung und Objekt verbliebene Zeit irgendwann so gering wird, dass es gerade noch geschafft werden kann, die Vorbereitungszeit abzuwickeln. Dann sind wir in der Tretmühle des Glücks, so wie Matthias Binswanger es nennt. Wir bringen nur noch Zeit auf, um zu navigieren, um überhaupt nur noch entgegenzunehmen, was es an neuen Möglichkeiten gibt, und wir kommen nicht mehr zum Genießen. In so einer Situation bedeutet Suffizienz eben nicht Verzicht, sondern Selbstschutz vor Reizüberflutung. Und dieser Stress, den wir da erleiden, der wird ja noch flankiert vom Stress am Arbeitsplatz oder im Studium oder in der Schule, vielleicht sogar im Kindergarten. Okay. Das heißt also, um uns daraus zu befreien, gibt es nur einen Weg. Den Weg der Rückkehr zu einer Form des Konsumierens oder der Selbstverwirklichung, ohne sich psychisch zu überlasten, das heißt, sich dieser Überforderung oder Reizüberflutung auszusetzen. Und ich behaupte eben, das ist eine These, die ist aber hart, die kann man wirklich gut angreifen, dass das Burnout und
Depressionsphänomen moderner Gesellschaften etwas zu tun hat mit dieser Form der Überforderung. Ich würde nie behaupten, dass nur der Konsum, also die Beschleunigung in der materiellen Selbstverwirklichung, da zählt ja die Telekommunikation und die Mobilität dazu, dass das alleine verantwortlich dafür ist, dass Menschen depressiv werden. Aber es ist ein Mosaikstein und an dieser Stelle kann man viel machen. So, ich glaube, das ist schon die letzte Folie. Es sei denn, irgendjemand will noch mehr über Postwachstumsökonomie wissen. Ich will hier zusammenfassen, was es an Logiken für die Suffizienz gibt und was es eben mit Glück zu tun hat. Es gibt die Logik der Verantwortung, das heißt, sei suffizient, weil du als aufgeklärter Erdenbürger spürst, dass du es dir schuldig bist, den Nachkommen bewohnbare Lebensgrundlagen zu hinterlassen. Punkt. Das kann man immer sagen. Und das kann man auch mal unterteilen in die Entkopplungsfrage. Weil wenn die technische Entkopplung unseres Wohlstandes versagt, dann können wir nur über Reduktion ökologische Grenzen einhalten. Das versteht jeder. Und die zweite Logik, die sich ebenfalls aus der Verantwortung speist, ist die, die ich heute zu Beginn vorgeführt habe. Grundsätzlich nehmen wir uns ständig Dinge, die uns sowieso nicht gehören, weil sie das Resultat von Plünderung sind, das Resultat sind eines Lebens über die Verhältnisse, durch die zeitliche, die physische und räumliche Entgrenzung. Das heißt, wir haben hier auch wirklich eine andere ethische Frage noch. So, und auf der anderen Seite die zwei Logiken des Selbstschutzes. Auf eine Logik bin ich hier heute aus Zeitgründen nicht eingegangen, nämlich die der ökonomischen Resilienz. Denken wir nochmal an Griechenland. Das, was da passiert gerade, dieser Zusammenbruch, ist für die Griechen deshalb so schwer zu ertragen, weil jetzt ein Fall stattfindet, das heißt ein sozialer Fall. Es ist doch klar, dass je höher das Wohlstandsmodell ist, oder die Etage im Wohlstandsmodell, wenn man so sagen will, im Wohlstandshochhaus, umso tiefer der Fall, wenn jemand den Stecker des Betriebssystems zieht. Und das Betriebssystem ist ja die moderne Ökonomie. Vor dieser hohen Fallhöhe kann man sich nur schützen, indem man rechtzeitig ein unteres Stockwerk bezieht, so dass man dadurch, dass man nicht so hohe Ansprüche hat, auch nicht so hart erwischt werden kann, also unabhängiger, souveräner ist. Darauf bin ich heute nicht eingegangen. Mir ging es heute um die psychologische Resilienz, um die Frage des Glücks. Was ist Glück? Damit bin ich wieder am Anfang meiner Ausführung. Ich behaupte, es ist die falsche Frage, weil man nicht anmaßend sein darf und einfach sich einbilden kann, anderen zu erklären, was deren Glück sein kann. Deswegen, ich habe es ja heute schon angedeutet, ich wiederhole es nochmal, muss man eher die Frage stellen, wie wird Unglück erzeugt? Durch Reizüberflutung, durch Überforderung, durch Konsumverstopfung, wenn man das mal so nennen will, also durch Wohlstandsschrott, der Zeit kostet, Geld kostet, Platz in Anspruch nimmt und obendrein noch die Ökosphäre schädigt. Also die Gegenfrage zu stellen, was ist eigentlich das, was man tun muss, um Unglück zu vermeiden? Das ist das, was ich heute versucht habe, um die psychologische Resilienz oder diese psychologische Logik auch der Suffizienz darzustellen. Trotzdem ein Versuch, wenigstens diesen Rahmen, in dem sich das Glück finden lässt, kurz aufzuspannen. Lebenskunst könnte heißen, eben sich jenes Schrotts zu entledigen, der zu viel Zeit kostet, der uns praktisch überbeansprucht, der also zur Last wird, also ein Akt der Entrümpelung. Und die Logik der Suffizienz führt dann nicht dazu, dass man verzichtet, sondern dass man sein Glück dadurch steigert, dass man sich beschränkt auf eine überschaubare Anzahl von Konsumobjekten und Handlungen, für die man dann jeweils die Zeit, die Aufmerksamkeit hat, um das Ganze entspannt angehen zu lassen. So entspannt wie der Fischer bei Heinrich Böll. Und zum Schluss noch der Hinweis, dass dahinter eine ganz verrückte Paradoxie steckt. Wir reduzieren den Konsum, um den Konsum aufzuwerten. Verrückt, oder? Wenn ich weniger konsumiere, heißt das, dass ich mich auf jene Dinge, die wirklich wichtig sind, konzentriere und deren Wert, das heißt also deren Fähigkeit, mein Glück zu steigern, wird dadurch quasi erhöht. Also nochmal, Suffizienz ist kein Verzicht, sondern das ist eine Bedingung dafür, glücklich zu sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.